Gesottene Kinofans in ihren Bann, auch die Prominenz ließ sich heute blicken und das auf besonders attraktive Weise in Form von Jacqueline Bisset. Die begehrte und umschwärmte Schauspielerin bekam den Cine Merit Award für ihr bisheriges Filmschaffen. Mädchenhaft und strahlend schön kam die 56-jährige Jacqueline Bisset und eroberte auf Anhieb alle Herzen im Karl-Orff-Saal. Ein wenig publikumscheu ist er geworden, der Weltstar. Küsschen rechts und links dann doch von Maximilian Schell. Die femme fatale voller Raffinesse und Erotik bekam den Cine Merit Award für ausdrucksstarke Schauspielerei in der internationalen Filmwelt. Maximilian Schell machte ihr ein dickes Kompliment. Es ist eine Art Liebeserklärung und ich habe es mich nie getraut zu sagen. In den ganzen vier Filmen, die wir zusammen gemacht haben, in den Jahren, die wir einander kennen, sie ist eine tolle Freundin und eine begehrenswerte, wunderbare Frau. In ihrem jüngsten Streifen zielt Bisset wieder einmal auf das ernste Filmgenre ab. Unter der Regie von Christopher Mann spielt sie meisterhaft die Rolle einer krebskranken Frau, die versucht, die Sterblichkeit des Menschen zu begreifen. Der Filmfestboss gerät regelrecht ins Schwärmen. Do I know you? Sie galt ja immer als die schönste Frau der Welt. So wurde sie also betitelt. Ja. Und ich muss sagen, also zumindest in meiner Generation und auch später, wir waren natürlich alle total verliebt in sie. Die Bisset-Fans haben auf dem Filmfest Gelegenheit, ihre tiefsinnigen Seiten als Schauspielerin in dem neuen Streifen kennenzulernen, der hier übrigens uraufgeführt wird. Da kann vom Niveau her kein deutscher Film so leicht mithalten, meinen Kritiker. Und auch das Wetter morgen ist preisverdächtig. Wer Zeit hat, sollte sich ein Stündchen im Freibad gönnen und seine Kollegen damit neidisch machen. Die Aussichten im Freistaat. Zurzeit ist es nur im Osten Europas bewölkt. Sonst herrscht von England bis zu den Alpen Sommerwetter. Hoch Beatrice ist dafür verantwortlich. Auch morgen wird es den ganzen Tag freundlich. Nur in Ostbayern ist es vorübergehend bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 28 Grad. Auch in Nordbayern wird es sommerlich warm. Nur in der Oberpfalz und über dem Bayerischen Wald zeigen sich gelegentlich Wolkenfelder, 25 Grad. Nicht wesentlich anders ist das Wetter weiter im Süden. Der Himmel ist meist strahlend blau. Das Thermometer steigt von 11 Grad in der Früh auf 24 Grad am Nachmittag. Die Aussichten für die nächsten Tage. Donnerstags wird es nochmal heiß. Am Freitag und am Samstag dann wechselhaft mit Regenschauern und Gewittern. Es wird etwas kühler. Das waren die wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Nachtausgabe der Rundschau sehen Sie morgen um 23.40 Uhr. Ihnen eine schöne und angenehme Nacht. Bayerisches Fernsehen. Auf drei sind wir daheim. Hallo zusammen, ich grüße Sie. Hier ist Rock im Park.